Willkommen zurück zu Animal Crossing Wild World. Wir haben zwei neue Briefe von Fred. Warum von dem? Hahaha. Diesen Schneeteppich habe ich selbst für dich gewebt. Nur zu, nimm ihn. Nochmals Dank für alles. Schmelz nicht, Schneemehl. Okay. Wenn jemand schmilzt, dann du. Ist leider so. Geschenk. Und Geschenk. Warum mache ich das Menü zu? Den bringe ich gleich an meinen Boden. Das Gras sieht noch ein bisschen zu sommerlich aus für Winter. So sieht's doch viel besser aus. Dann verkaufe ich jetzt gleich mein Madeis. Alter, jetzt ist schon der 22. Dezember. Das geht ja mal wahnsinnig schnell. Der nächste Part ist am 24. Wow. Schon Weihnachten, ist ja unglaublich. Wisst ihr, irgendwie einerseits habe ich mir auch Themen überlegt, über die ich reden kann. Andererseits weiß ich nicht, ob ich wirklich über diese Themen hier reden will. Schwer zu erklären. Es wäre bestimmt interessant für euch zuzuhören und ich würde keinen Ärger kriegen, aber... Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das sagen will. Da das meiner Entscheidung ja unterliegt, was ich hier im Internet sagen möchte, überlege ich mir das noch. Aber es ist jetzt nicht so, als hätte ich mir keine Themen überlegt. Mir fallen halt nur Themen ein, weil ich weiß nicht, wenn bestimmte Leute zugucken, was das für eine Auswirkung hätte. Das klingt jetzt bestimmt irgendwie total falsch oder so, als würde ich über jemanden ablästern wollen. Nein, so ist es nicht. Eher genau andersrum. Kredit bezahlen. So, wir haben fast unseren Kredit fertig. Noch 548, okay. Das kriegen wir auch noch zusammen. Durch Pfirsiche. Durch Peach! Guten Abend. Du bist aber noch spät wach. Wie steht's, Rommel? Schön, dass du noch wach bist. So habe ich noch jemanden zum Spielen. Also, hast du neuen Draht für mich, Rommel? Hey, Niklas, tust du mir einen kleinen Gefallen? Kannst du diesen Brief für mich zu Thorsten bringen, bitte? Oh, ganz ruhig, das ist kein Liebesbrief oder so, Rammel. Solange du es innerhalb von einer Stunde ab jetzt liefern kannst. Na gut, wenn du meinst. Einverstanden, aber nicht lesen, okay? Wo wohnt denn der Thorsten noch gleich? Ach komm schon, da kannst du doch auch alleine hingehen. Du stehst doch direkt vor dem seiner Haustür. Du hast sogar noch mir dabei zugeguckt, wie ich reingegangen bin.
Oh, ein Brief für mich. Von Michelle. Was wohl drin steht? Ich schaue gleich rein, Groff. Ah, interessant. Groff. Michelle schreibt wirklich gerne, Groff. Ich werde zwar zurückschreiben, aber könntest du für mich Danke sagen? Oh, ist das kalt, Rammel. Was willst du von mir, Rammel? Du hast es rechtzeitig geschafft. Oh, gut. Danke. Naja, aber einen schönen Preis sollte ich dir schon geben. Überraschung, schau mal, einen Wunderstrauch. Toll, stimmt's? Rammel. Danke, sehr lieb von dir, Rammel. Okay. Dann will ich den gleich mal zu Hause hinstellen. Das ist doch ein Möbelstück, oder? Ja. Wunderstrauch? Was ist das? Ein wunderbarer Strauch? Keine Ahnung. Einfach mal ansehen. Ja. Gucken kostet nichts. Ablegen. Oder hieß der nicht Wunderstrauch? Doch. Naja, besser als nichts. Ach, toll, ich kann die nicht verschieben. Die Kerze wahrscheinlich jetzt auch nicht, nee. Egal, dann bleibt so stehen. Komme ich denn an den Schrank rein? Nö. So komme ich nicht mehr raus. Ah, dieses Klavier nimmt so viel Platz ein. Dann, stelle ich das mal ein bisschen um. Der Wunderstrauch kommt hier in die Ecke. Nicht nehmen. Ablegen. Das Radio. Das Kassettendeck. Nee, das wollte ich da nicht haben. Da will ich das haben. Und mein kleiner, aber feiner Tannenbaum kommt hierhin. So, damit ich immer noch Weihnachtsdeko habe. Sieht doch sehr weihnachtlich aus, findet ihr nicht? So, dann verkaufe ich den eben auch. Dann komme ich schneller an mein Geld. Dann ist das Haus auch schon schneller abbezahlt. So soll das ja sein. Und damit hätten wir jetzt eigentlich unser Haus abbezahlt. Das gehe ich da mal eben erledigen. Und dann werden wir ab Weihnachten ein schönes neues Haus haben. Ein größeres. Ich muss mich echt daran gewöhnen, dass das Rathaus unter Tom Nux Laden ist. Das ist nämlich sonst immer andersrum irgendwie, egal. Macht nichts. Ah, nee, falsch. Warum macht man das bei der Post? Ich verstehe das immer noch nicht so wirklich. 5, 4, 8.
Und ich bin fertig. Du meine Güte, du hast deinen gesamten Kredit abbezahlt. Kein Zweifel, ich werde das Geld sofort überweisen. Gibt es noch etwas, womit ich helfen kann? Tatsächlich, dann komm gerne wieder. Sagt Tom Nook jetzt was Besonderes? Wäre ich jetzt mal gespannt. Spitze! Mein Hauskredit ist jetzt ganz abbezahlt. Tom Nook wird stolz auf mich sein. Danke, vielen Dank, Niklas. Genau, ich habe gehört, dass du... Ich habe gehört, du hast deinen Hauskredit abbezahlt. Das war zügig, oh ja. Dir kann man echt vertrauen, Niklas. Da fällt mir ein. Findest du dein Haus nicht ein wenig zu klein? Wir können das problemlos ausbauen. Da würden so viel mehr Möbel reinpassen. Und was sagst du? Ich wusste, wenn mich jemand versteht, dann du, Niklas. Oh ja. Bleibt nur noch zu klären, welche Farbe das Dach deines Hauses haben soll. Eine andere Farbe. Ist mit einer davon. Pink, Orange, Himmelblau. Himmelblau klingt schön. Alles klar, Himmelblau soll es sein. Ich merke mir das vor. Nun, der Umbau sollte morgen beendet sein. Du kannst es bestimmt kaum erwarten, hm? Kann ich nicht. Oh. Roy, Bücherschrank. Naja, habe ich kein Geld für. Die Gießkanne. Kostet bestimmt jetzt auch ein bisschen mehr. Ja. Dann nicht. Dann eben nicht. Dann rede ich jetzt noch ein bisschen mit den Nachbarn. Hallo Niklas, es ist jetzt schon 19 Uhr, Darling. Wärst du doch nur früher vorbeigekommen, dann hätten wir Zeit zu reden. Oh klar, du hast heute viel zu tun. Ich will dich nicht volljammern. Wie auch immer, wolltest du etwas von mir, Darling? Hast du Eugene gesehen? Er sieht heute traurig aus, findest du nicht auch? Ich wünschte, ich könnte den armen Vogel irgendwie helfen, Darling. Ist er traurig, weil ich immer all meine Fossilien verkaufe? Ist mein Problem. Nicht seins. Oh, hallo, Endspatz. Es ist ja schon 19 Uhr, bestens. Wärst du doch noch früher vorbeigekommen, hätten wir Zeit zu reden. Oh klar, du hattest heute viel zu tun. Du sagst es gleich wie Mona. Überleg mal, stell dir vor, es mehr bestünde aus Espresso. Wie würde dann wohl die Fische schmecken? Die werden ja sozusagen mariniert. Nein, ich glaube, dann würde es überhaupt keine Fische geben. Wisst ihr Leute, irgendwie ist mir heute danach ein kürzeren Part zu machen als sonst. Das ist jetzt auch kein Weltuntergang und viel mehr zu tun haben wir nicht. Alles, was ja sehenswert ist, kommt halt irgendwie erst im nächsten Part. Ja, dann machen wir das so. Dann beende ich den Part jetzt schon vorzeitig hier und dann haben wir beim nächsten Mal einen wunderschönen Weihnachtspart. Bis dann, Leute. Ciao.